Zum Gruße, ich begrüße dich, du liebes Erdenengelchen, zu einer neuen Legung, die Liebe betreffen und wir gucken mal, was ich hier heute so zeigen will. Die Zeiten sind schon interessant. Es passieren kleine Wunder, es passieren aber auch kleine Abstürze. Es sieht heute total duster aus und morgen ist der Himmel wieder voller Geigen. Also ich finde es sehr interessant, was mir so zu Ohren kommt. Aber wir schauen jetzt auf dich und wir gucken einfach mal, was die nächsten 24 Stunden so im Gepäck haben möchten. Es ist und bleibt aber eine allgemeine Legung. Zieh dir nur bitte das raus, was sich für dich schlüssig anhört. Gestern habe ich mal einen Tag Pause nötig gehabt. Ne? Auch der liebe Gott hat am siebten Tage ausgeruht. Jetzt will ich mich nicht mit dem vergleichen, aber. Ja, ich danke dir dafür dein Verständnis. Ansonsten bin ich so häufig für dich da, wie es eben in meiner Macht steht. Und das ist fast täglich. Ja, gucken wir mal, was jetzt heute das Thema ist. Ich hätte gern vier Tarotkärtchen, bitte Spirit. Aber was darf ich berichten? Da hat jemand auf der anderen Seite riesengroße Sehnsucht. Die fliegt mich hier gerade an, dieses Gefühl und dieses Bild. Da sitzt jemand da, hat sich lecker was zu essen gekocht und ist es schon wieder alleine. Einsamkeit, die ja lange Zeit. Ich deute intuitiv, weiß, dass die Karte eine andere Bedeutung hat. Grundsätzlich die Einsamkeit, die lange Zeit, ach, so toll und so erstrebenswert war, weil ihm da keiner irgendwo da reingequatscht hat. Ihm wird es zu still. Er hat sich jetzt lange Zeit, ich muss über Otto reden. Ich sehe die Karten, mich springt was an, muss ich über Otto reden. Das ist übrigens dein Gegenüber und der heißt hier so, weil der Name ein Spiegelname ist und ihr euch die Themen immer schön hin und her schmeißt, solange denn eben noch Themen da sind, die sich zeigen möchten. Also ich sehe ihn jetzt hier da an seinem Esszimmertisch sitzen, er kaut ziemlich lustlos, er guckt nebenbei ins Handy, auch da tut sich nicht viel und das, was sich tut, ist einfach kotzenlangweilig. Ich nehme ihn als ein klein wenig nervös war, unrund war, traurig war. Könnte sein, er hat Nackenprobleme. Könnte auch sein, in der Lendenwirbelsäule klemmt was. Er ist gerade nicht Fleisch und er ist gerade nicht Fisch. Also er ist nicht, er ist. Ach, ist egal. Der sitzt da jetzt und hat eine wahnsinnige Leidenschaft für dich. Also der ist immer noch Feuer und Flamme für dich. Er ist der König der Stäbe, der für dich brennt, der auf dich auch nicht viel kommen lässt, zumindest im Inneren nicht. Aber er ist halt so ein Kamerad, der kommt reingerauscht, sorgt mal eben für Trubel und haut da wieder ab. Jetzt kann das sein, dass du sein Verhalten ja immer wieder mal gespiegelt hast und wenn du dich so verhältst, wie er es tut, dass du rein, raus und ganz schnell wieder abhaust oder dass du eben seine Nachrichten nur minimalistisch beantwortest, wenn überhaupt. Manche, die haben ja da jetzt auch eine lockerere Einstellung zu bekommen, stell dir keine Frage, brauchst du keine Antwort geben oder was weiß ich, das kommt mir ja angeflogen. Manche haben vielleicht jetzt gerade so diesen Status erreicht für sich, das macht ihn dann total nervös. Das Rad des Schicksals dreht, würde ich sagen, und wohin das dreht, das können wir uns schon fast alle denken. Er ist ein Mensch, der sehr lichtvoll ist und der auch immer wieder das Licht braucht, um zuversichtlich zu sein. Diese Laterne, diese Fackel im Sturm, das bist du im Prinzip immer dann, wenn er nicht mehr kann. Dann braucht er deine Zuversicht und deinen Mut, um wieder zu sich zu kommen, aber irgendwie möchte der Rat des Schicksals gerade, dass er das auch ein Stück weit ohne deine Hilfe hinbekommt.
Ja, das Empfinden habe ich zumindest, aber wir gucken mal weiter. Nehmen wir mal dieses Deck und fragen nach einer weiteren Inspiration. Spirit, was haben wir noch? Der krönende Abschluss deiner Vision. Ja, und im besten Fall habt ihr beide eine gemeinsame Vision. Also eure Seele weiß Bescheid über eure Vision. Und diese Vision ist, nach so vielen Inkarnationen es endlich hinzubekommen, dass die Seelen sich wieder vereinen können und nicht nur über die Distanz, sondern eben auch in der Realität. Und das Rad des Schicksals dreht und dreht und dreht und dreht. Und ich kann mir jetzt nur schwer vorstellen, dass es an ihm spurlos vorübergeht. Vor allen Dingen wird ihm ja auch einiges gezeigt vom Universum. Und er ist schon jemand, der auf Zeichen achtet und nicht nur auf Zeichen, sondern eben auch auf Situationen, die entstehen. Ja, der krönende Abschluss einer Vision. Weiß aber, glaube ich, nicht, wie er das zustande bringen kann, weil er tut sich eben schwer mit einer Entscheidung. In den meisten Fällen müsste er dich ja nur einladen in sein Leben und du würdest ja ziemlich viele Hebel in Bewegung setzen, um möglich zu machen, dass diese Vision sich eben erfüllt, aber ihr habt den Eindruck, du hast immer weniger Interesse, weil du dein Leben mittlerweile auch so gemeistert bekommst. Wahrscheinlich mal besser und mal schlechter, aber grundsätzlich bist du ja zufrieden mit deinem Leben, so wie du das lebst. Und da sehe ich ihn kritisch gucken. Ich sage das und dann sehe ich ihn hier gerade kritisch gucken. Wie sieht er das denn mit euch beiden? Was hat er denn da im Hinterköpfchen? Die wahre Liebesbeziehung ist immer die, die du gerade hast und nicht die, zu der du dich hinträumst. Ja, und das war lange Zeit der Fall, dass es ihm einfach gereicht hat, die Illusion zu haben, da ist jemand. Im Notfall ist jemand da, du warst sehr verlässlich und sehr beständig. Und du bist da dann, wenn er dich braucht. Da hinten irgendwo im Internet, die meisten hier oder. Da hinten irgendwo in der Nachbarschaft, zur Not bist du da, wir müssen uns gar nicht ständig besuchen und sowas. Aber das reicht hier nicht mehr, es reicht ihm nicht mehr. Der hängt da jetzt echt wie so ein schlabbriger Cornflake in der Ecke rum und hätte dich gerne an seiner Seite. Ja. Lass mal mal sprechen. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele gute Neuigkeiten zu berichten. Ich wünschte, ich könnte mal ja mit frohen Botschaften auf dich zukommen. Wenn ich das Empfinden habe, du lässt mich hier zurück, weil dein Interesse woanders hingeht. Dann mache ich hier einen Haken hinter die Sache und schmeiße dich einfach aus meinem Leben. Da kenne ich nichts, das fällt mir noch nicht mal schwer. Und dann spricht er durch die Maske, wenn er so ist. Dann hat er entweder Hunger oder nicht genug geschlafen oder ist total überfordert. Dann teilt er aus und verletzt sich damit selbst am meisten. Hat immer noch nicht das Empfinden, gut genug für dich zu sein, aber er sagt wohl laut und deutlich, ich liebe dich. Wann kommt der Tag, Spirit, wo er einfach dir die Entscheidung überlässt, ob du gut genug oder ob er gut genug für dich ist? Weil du bist ja nun auch erwachsen und hast einen Kopf auf den Schultern, mit dem du auch was anfangen kannst. Hier will sich ein Neuanfang zeigen, weil das Universum ihm immer lauter sagt, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Hier möchte ein neues Abenteuer beginnen, das wartet schon auf dich, empfang es mit offenen Armen. Ja, und er hat heute so einen Tag, wo er viel an dich denkt. Und ich glaube, er liebt dich wirklich von ganzem Herzen. Allerdings, wir sind hier in einer allgemeinen Legung, vergiss es bitte nicht. So, die Engel der Liebe. Was steht dem Ganzen denn hier im Weg?
außer seine schwere Vergangenheit, die wir übrigens auch hatten. Der eine geht so mit seinen Themen um, der andere anders. Gemeinsam könnte man sich wunderbar ergänzen. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn es irgendwann nochmal ein Gespräch von Herz zu Herz geben könnte, wo ihr ehrlich miteinander über eure Gefühle spricht. Aber er rennt ja da gerne vorweg. Er rennt ja gerne da vorweg. Dann muss man irgendeine andere Plattform finden, ne, wenn er nicht ans Telefon geht oder überhaupt deine Nachrichten nicht unbedingt liest oder sich anschaut, dann bleibt immer noch die telepathische Ebene. Und ich habe den Eindruck, wenn ich heute telepathisch mit ihm in Verbindung setze, dann bekommst du relativ fix seine Antworten, weil ja, der ist heute sehr bereit, mit dir ins Gespräch zu treten. Es kann aber sein, dass er die Realität noch scheut. Natürlich nicht jeder Otto, aber manche, die sind schon echt very special, wie wir alle. Also die, die Angst haben im Gespräch, die Unterlegenen zu sein, die könnten sich heute eher verstecken. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass ihm so ein wahres Herz-zu-Herz-Gespräch gut tun könnte und dass ihm das auch fehlt. Ja, ich würde sagen, ich nehme mal die Lennys vom Chiro. Die Lennys, ja, die Lennys. Heute einfach mal die Lennys. Und dann gucken wir doch mal, was in ihm vorgeht. In seinem Kopf geht mal wieder so einiges ab. Er denkt darüber nach, was so mit seiner Stabilität, mit seinem Zuhause, mit seiner inneren Mitte passiert ist, wo er ja in der letzten Zeit, längere Zeit, den Seelenvertrag ein bisschen außer Acht gelassen hat. Er hat ja versucht, im Alleingang sich da was aufzubauen. Die möchte ich bitte klären, die Karten. Eine fürs Haus, bitte. Eine. Och, da fliegt die Zerpunzel auf den Tisch. Ich habe jetzt eigentlich ein ganzes. Ah ja. Okay, das ist der eine Punkt. Eine Karte fürs Buch. Um was geht's denn da? Den Sarg fliegt der Abschluss und der Neubeginn. Also, du bist halt zurzeit nicht mehr so, dass du Wachs in seinen Fingern bist. Du bist an seiner Seite absolut gereift und manchmal erinnert dein Verhalten ihn an das Verhalten seiner Mutter. Manchmal, obwohl du trotzdem ja ein komplett anderer Mensch bist. Du tust die Dinge sehr viel uneigennütziger, als seine Mutter es getan hat, aber es erinnert ihn da manchmal eben an ihr Verhalten. Und dann kommen hin und wieder Ängste in ihm hoch, dass er seine Stabilität verliert, sollte er dich verlieren. Aber mit dem Sarg und dem Abschluss und dem Neubeginn will ja hier angezeigt werden. So, jetzt drehen wir das Rad mal ein Stückchen weiter und lassen die Vergangenheit mal ruhen. Du dürftest wissen, wen du da vor dir hast und vergleiche diese Frau an deiner Seite niemals mit den Frauen im Leben, die du im Leben vorher kennengelernt hast. Ich habe jetzt deine Kopfebene einige Karten liegen und das ist auch ja, signifikant, würde ich mal sagen, weil ich nehme hier einen wahren Tornado wahr in seinen Gehirnwindungen. Wenn er so viel denkt, ist die Frage, ob sein Herz da noch durchkommt oder ob das dann deine Aufgabe ist, wenn du willst, natürlich nur da mal so ein bisschen für Ordnung zu sorgen, die Gedanken stiller werden zu lassen und an das Herz zu appellieren.
Er hat nach wie vor einen wahnsinnigen Wirrwarr in den Finanzen in vielen Fällen, aber auch einen wahnsinnigen Wirrwarr in seinen Gefühlen. Und dann fällt es ihm hier und da auch, mein Gott, was für eine Legung heute, fällt es ihm hier und da auch noch schwer zu unterscheiden, was ist jetzt dein Gefühl und was ist sein Gefühl. Wenn du jetzt zum Beispiel gestern gedacht hast, mein Gott, das wird mir alles langsam ein bisschen mühselig, ein bisschen langweilig, dann kann es sein, dass er mit diesen Vorwürfen auf dich zukommt. Und du dich dann fragst, hä? Also die Systeme vermischen sich manchmal sehr. Und hier liegt die Kommunikation auf der Herzebene, auch das spricht dafür, dass es an der Zeit wäre, hier nochmal ein Herz-zu-Herz-Gespräch zu führen. Wenn er bereit dazu ist, dann habe ich das Empfinden, könnte es eine ganz gute Idee sein. Ja. Da was zu starten. Und wie gesagt, sperrt er sich. Dann redet mit ihm über die telepathische Ebene, über die energetische Ebene. Der hat ein bisschen Chaos in seinem Leben. Auch wenn du da, ne, nicht unbedingt verantwortlich für bist, es spiegelt sich ja wieder in deinem System. Wenn es dir aber gut geht und alles ist schick, dann lass ihn ruhig mal turnen. Mach bitte am Ende sowieso nur das, was dir dein Bauchgefühl eben sagt. So, jetzt liegt hier der Berg. Das ist die Station, an der er sich gerade befindet. Aber er hat die Schwere oder er wird die Schwere hier hinter sich lassen, weil er schaut in die andere Richtung. Wo guckt er dann hin? Auf den Heimathafen, aber der braucht auf jeden Fall dieses Gefühl von Sicherheit, das man im Leben niemals haben kann. Aber so diese vermeintliche Sicherheit, die ist nach wie vor groß geschrieben. Der wird seine Intuition nutzen in den nächsten 24 Stunden, sich selber dann nochmal beleuchten. Und er weiß im Grunde seines Herzens schon, dass er sich hier selbst verkackeiert und sich damit der Wunscherfüllung im Wege steht. Was wünscht er sich an der Stelle denn jetzt von dir? Na, das ist. Kann sich viel wünschen, ob du damit spielst oder nicht. Ich versuche ja immer nur ein bisschen Inspiration auf den Tisch zu bringen. Was wünscht er sich? Nachrichten. Nachrichten. Sending out an SOS. Na, Message in the bottle. Wünscht sich Nachrichten, er wünscht sich Kommunikation. Er wünscht sich, dass er sich besser um sich selber kümmern kann. Und das fällt ihm manchmal nicht so leicht, es ist schon besser geworden, aber manchmal vergisst er ausreichend zu schlafen oder ausreichend zu essen. Und ja, das geht alles auf Kosten des Energielevels. Er versucht es schon besser, er kann es auch schon besser als zuvor. Und trotzdem braucht er da manchmal noch jemand, der sich mit um ihn kümmert. Das ist halt so ein bisschen sein Disease, dass er den Fokus gerne und schnell verlieren kann. Ja, und er weiß, dass es an ihm ist, jetzt so ein bisschen in Aktion zu treten, mutig zu werden. Und da hat der Jupiter die Finger mit im Spiel. Wir haben auch jetzt diese Konjunktion. War der Jupiter da auch beteiligt? Nee, war Uranus und Mars. Schade eigentlich. Aber der Jupiter liegt da mit auf dem Tisch. Und es geht jetzt hier um Neuanfänge. Dazu braucht es Action Baby. Und wer da den ersten Schritt tut, das ist im Grunde egal. Ne? Also ich sehe das schon als weiblich an, einzuladen, ein Herz-zu-Herz-Gespräch zu führen. Du musst ja hier keine Entscheidung herbeiführen. Ne? Das ist ja jetzt sein Ding, wie er mit der Situation weiterverfahren möchte. Nehmen wir noch eine Inspiration mit. In deine Richtung irgendwas, was zum Nachdenken anregen kann. Es geht hier um deine Schwingung. Es
Prinzip der Schwingung besagt, dass alles in Bewegung ist und nichts steht still. Energie ist immer in Bewegung, alles ist Energie, auch du. Das Leben mit all seinen Inhalten, Vorkommnissen ist Schwingung. Kannst du sie spüren? Ja, die spürt man, wenn man drauf achtet, sehr genau. Wer das Gesetz der Schwingung beherrscht, der meistert auch das Leben. Ich gehe spielerisch und leicht durch den Alltag und nutze mein Potenzial. Ich schwinge mich mit dem Leben empor, das lebenswert, einzigartig und freudvoll ist. Und die Freude in seinem Leben, die so ein bisschen, ja, wenn er nicht gerade arbeiten muss oder finanzielle Probleme hat, dann kriegt er sich auch wieder in eine gute Schwingung geschwungen. Dann schwingt er auch schön. Let's swing, baby, ne? Aber, ja, nee, irgendetwas ist trotzdem schräg und schief und er merkt, dass hier irgendwo irgendetwas hakt und ich glaube, dass er so in den nächsten 24 Stunden da so eine Erkenntnis bekommt, dass er am Zuge ist, obwohl ich die Rollen normalerweise nie unbedingt einem zuschiebe, aber ich soll das heute so sagen. Das Prinzip vom Überfluss besagt, dass alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Keine Sorge, das ist er nicht. Das ist nur meine Tochter, die immer ihren Schlüssel vergisst, aber da oben sind noch mehr Menschen. Das Leben hat so viel zu bieten. Verursache Überfluss, indem du selbst im Fluss bist und mit dem Strom des Lebens schwimmst. Öffne alle Schleusen, denn du allein entscheidest, wie viel zu dir fließt. Ich bin Fülle, ich fließe mit dem Leben und nehme voller Dankbarkeit entgegen, was mir zusteht. Das ist jetzt der Tipp in deine Richtung. Was mir zusteht und mich beglücken will. Ich stoße nicht zurück, lehne nichts ab und gehe mit offenen Augen durch die Welt. Was zu mir kommt, ist gut. Ich erlaube, dass alles sein darf. Ihr Lieben, ich lasse es so stehen. Ja, ich glaube, ich lasse es so stehen. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bleib mir gesund, lass dein Herz regieren und lass es dir gut gehen. Bis dann.